Hallo und herzlich willkommen hier. Bei der Folge hier. Hier, der Marsch. Ja, Zerneernte steht an. Wir fahren die zweite Runde. Und zu Recht. Naja, so viel gibt es auch nicht. Aber, naja, soll man zufrieden sein, ne? Bis man kommt. Hätte ja noch ein bisschen wachsen können, theoretisch. Aber das Hauptproblem ist dabei. Der Winter naht und ja. So können wir zumindest dieses Jahr noch ein bisschen was runterholen an Futter für die Tiere, ne? Und da können wir ihn wegschicken nachher, kommt allein zurück. Sollte kein Problem sein. Und später mit dem zweiten Traktor. Vielleicht kriegt er dort eine Reihe und packt das auch. Und dann, wenn das hier alleine läuft, können wir sagen, okay, wir können theoretisch. Entweder ist mein Wald schon soweit, was ich nicht glaube, sieht nicht so aus. Können wir mal dicht bei sein, die beiden Bäume, die großen, das müssten die anderen auch bereichen, die Höhe. Dann wäre es gut. Ansonsten müssen wir uns einen kleinen Wald an zukaufen und dann entsprechend hin transportieren. Man das Lager auffüllt, ne? Also da haben wir echt ein Problem, ne? Produktion, die nicht laufen, bringt kein Geld. Das ist totes Kapital. Denn aufgrund vom Mangel von Leerpaletten habe ich eine Produktion stilllegen müssen. Aufgrund vom Mangel an Strom auch eine Produktion stilllegen müssen. Ja. Muss ich ein bisschen Zucker auf, ein bisschen Strom aufbauen. Muss mal einer pusten hier ein bisschen, ne? Drehen tun sie hier, ne? Das sind die beiden, die mir gehören. Also bestellt habe. Das Silimittel wirkt hierbei nichts. gut, das war ja auch ein Versuch, ne? Bei Gras hat es geholfen. Bei Zerne wiederum nicht. Das ist Sache der Programmierung, würde ich meinen. Dann würde auch was bringen, ne? Naja, zumindest ein Gärprozess, ne? Da oben ist Geländer unten, ne? Ich gerade so. Ja, Sonntagabend um 19 Uhr. Also schön, ne? Morgen frei ist. Oh, Freitag 5, schönen Freitag, ne? Der Hinweis. Samstag ist Livestream für Thüringen. Da überlege ich auch zu bestellen, die möglichst Umzug hinzubekommen. Ne? Da man das Weizenproblem habe ich jetzt nicht mehr, das kann man auch so lösen. Mit dem Mod, dass man die Felder so herrichtet, dass sie wieder so aussehen, wie man aufhört. Und einzige, was ich machen möchte, ist die Silage komplett durch die BGH gejagt zu haben. Die Mais-Silage. Und das die Silagebahn mit Gras, die ich aktuell gemacht habe, machen lasse und sammeln tue zur Zeit. Die würde ich dann praktisch das wäre zu Werkstatt. Ja, also alles kaputt. Kann auch machen, ne?
Ja, jetzt bestimmt Montag oder Dienstag, wenn ich zur Arbeit fahre, also am gleichen Rapsfeld. Das hat schon am Freitag ein bisschen geblüht und gerochen. Bitte dann am Dienstag auch richtig blühen. Mai. Dies Jahr alles ein bisschen später, wie früher halt, ne? Das machen wir wieder Platz 1. Kommt uns dann nicht, bis verrückt. Ob das klappt? Ich denke mal, zwei Fahrzeuge müssten reichen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Die erste, zweite Runde ist er jetzt bei. Müsste eigentlich funktionieren. Muss ich mir jetzt links und rechts vorbeifährt am Ball, nicht also durch die. Wieder nebenan. Erkennt ja, dass es irgendwie anders ist, ne? Weil das normalerweise ist er ja Feld 1 und na, das wird so nichts. Beide Felder zusammen, das klappt nicht. Also zusammenlegen brauchst du dann auch nicht. Dann muss ich wissen. Zumindest so versuchen, ne? Er fährt eh zwei Runden hinterher. Von daher. Wasser, Lebensmittel, Luzerne frisch. Er wird da wohl hinterherkommen, ne? So schlimm kann es ja gar nicht sein. Geh mal zum Hof. Für das ganze Gras hier auch noch irgendwie mit bearbeiten. Hat leider mit der Presse in der Übrigens nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Aber gut. Er kippt ab. Das ist gut. Da muss ich ihn aktivieren. Ne? Das ist ja der springende Punkt. Die Lebensmittel reicht noch aus. Die Lage haben wir 66. Und dann haben wir ein bisschen mehr in Zukunft. Das musste er mal wieder einpegeln. Haben wir auch schon reichlich Diesel, ne? Schon Einnahme ist drinne. Erstmal reicht's. Ein bisschen mehr könnte schon sein. Windstrom haben wir jetzt 2800. Ja. Und wir haben jetzt wieso einlagern? Da verteilen. Noch nicht verkaufen. Verteilen. Hat sich umgestellt, der Bursche. Zuckerfabrik wieder aktivieren. Schichtbetrieb aktivieren. Kein Strom, aber kommt er bald. Zuckerrohr haben wir nicht hier. Das geht nicht. So, das haben wir auch mal gemacht. Gülle haben wir keine zur Zeit.
Aber die Gülle, das ist zurzeit noch Lagerreste. Wie gesagt, Bretter. Butter. Milch, noch vieles auch nicht. Also Mehl, ganz gut aus, aber wie gesagt, da haben wir ja Bäcker bringen, ne? Erdbeeren. Oh Gott, haben wir wenig. 2000. Das ganze Problem ist dabei, dass die Spielzeit, die Tage, da ist die Produktion auch nicht so ganz so gut. So, was haben wir jetzt? Auch nicht so viel. Aber Erdbeeren, wie gesagt, da produzieren wir. Zucker können wir anliefern, Eier auch. Karton haben wir auch. Strom, Hefe produzieren wir auch. Mehl, Roggenmehl und Dinkelmehl haben wir eigentlich. Dinkelmehl, was Dinkelmehl gemacht? Brot brauchen wir kein Dinkelmehl, ne? Doch. Brötchen, auch Dinkelmehl. Warum wird da jetzt nichts verarbeitet? Backwaren. Weizen, das ist ein Problem auf Dauer. Roggenmehl haben wir nicht so viel. Und hier fehlen die Früchte. Wir haben nur Erdbeeren. Ja. Wir könnten mehr produzieren, wenn wir jetzt. Ja, können wir theoretisch. Ja. Da muss ich noch richtig Plantagen aufbauen. Ja, leckere Kirschen. Mein Kirschbaum hat zwar ja kein Blüten gezeigt. Das muss ich aktivieren, das ist jetzt hier. Fischer hat der tolle. Ja, auch mager. Dünger, denn das nicht. Silage haben wir keine. Die haben wir schon, aber nichts dafür nicht. Ah, hier. Dann kriegen wir hier ein bisschen mehr raus. Also 8000. 8000, ne? Häckselgut haben wir leider nicht. Und die 4000 dazu. Dann können wir ein bisschen mehr. Gras haben wir reichlich. Ozeane wird jetzt auch mal reingekommen. So. Apropos Grundstück, Wald. In der Nähe, was ist da für ein Fahrzeug jetzt? Ah! Und er fährt noch. Junge, Junge. Wie soll der Kalk aufbrechen werden? Ne? So. Ja. Und zurück. Ersten Wegpunkt. Dann hier ist gewachsen mittlerweile und hier darf jetzt gedüngt werden, ne? Kaufen wir auch so zur Not. Das 45? Ja, müsste sein. Einkauf, Bahnhof? Ne, wir kaufen die eine. Hof. Den anderen habe ich nicht eingegeben, ne? Als Ziel zur Produktion. Das muss ich so nochmal umbauen. Gut. Er macht es ein bisschen mit dem Ding da vorne, ne, mit dem Sensor. Schatten vielleicht nicht so gut. Aber da muss auch nicht rein, ne? So kann er genau das düngen, was wirklich
Ansonsten haben die vorne Licht, also zum Beleuchten. Aber fängt vorne an, das ist gut so. Kilogramm. Jetzt haben wir genau das Maß, was wir haben wollen, ne? Ja. Kalkpass, Stickstoffpass. Und das kann ja entsprechend erwartet der Tag 160%. Das ist gut. Der macht seine Runde. Und ich wollte mal gucken. Pferd. So, Land. Was gehört mir? Das Stück gehört mir auch. Dann können wir hier mal Holz fällen. Und mal kurz gucken hier. Die Bäume hier. Die müsste ich irgendwann noch wieder neu bepflanzen. Die Zwerge sind hier nicht gewachsen. Ja, das dauert lange. Ja, normalerweise, naja, im ersten Jahr noch ein bisschen und danach geht's. Naja, schneller kann man sagen, nicht, aber geht halt voran, ne? So, hier stehen noch meine Sittlinge. Hier müssten die Eichen sein normalerweise. Eiche, ja. Die Eichen müssen noch. Wahrscheinlich werden die bald, naja, kulig ein bisschen gewachsen sein. Ne? Also so ernten, ne? Ich weiß nicht. Das schon können. Glaube ja nicht. Ansonsten sieht die Frucht sehr gut aus. Aber hier Ertrag mit 80%, das ist nicht so gut hier. Obwohl die Fruchtfolge ganz gut ist. Hier haben wir 24%. Alles perfekt und trotzdem, oh hier ein bisschen mehr. Das ist wahrscheinlich vom Boden abhängig. Ne? Also hier ist Fruchtfolge schlecht, aber hier werden wir hier schon mal haben. 125%. Das ist aber wahrscheinlich der Wenn du richtigen guten Boden hast, dann hast du richtig gute Erträge. Das ist leider so. Aber Düngen brauchen wir nicht mehr, das ist alles schon Geschichte. Normalerweise gibt man im Frühling noch ein bisschen was. Läuft da noch alles? Und dann muss ich dann immer noch Stumpen wegfräsen und neu bepflanzen, ne? Was haben wir eingestellt? Gut, Mitte. Weder die selbstgepflanzten Bäume sind ein bisschen besser, weil die wachsen ja nicht mehr, ne? Da hast du ja nur sehr viele Krückenbäume. Das Beste machen die kleinen raus und dann den Rest. Aber die brauchen hier ein Stück Holz. Das ist die richtige Baumgröße, mehr oder weniger. Dann geht's.
Bin ja gespannt, wann das Holz knapp wird. In Deutschland. Weil die alle jetzt mit Holz heizen wollen. Klar, als teuer wird, ne? Ich hatte ja neulich einen Livestream gehabt, da ist mein Icarus, da war das Bild festgefroren. Wie das kommt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich war belastet war. Kurzzeitig. Aber ich weiß es nicht. Passiert nur bei Icarus oder bei Tanten Forest. Wenn die stark ausgelassen ist die Grafikkarte. Können wir was essen? Krieg gerade Hunger. Ein Baum verbuggt. Immer noch. Da war ein Ast quer. Wahrscheinlich war das schon länger so stehen, ne? Noch mal kaufen müssen, als er geht. Ja, diese Ultra-Wide-Monitore, das größte, was ich jetzt gesehen habe, war 55 Zoll. Das Problem ist nur, für YouTube ist das ungünstig. Vom Preis kannst du schweigen. Sei angeschaut, garantiert sehr teuer. Gibt noch ein Problem. DisplayPort kann dann bis 120 Hertz übertragen. Also die Grafikkarte kann so viel mehr zur Verfügung stellen. Das muss ja wiederum erstmal entwickelt werden. Aber was ich gehört habe, AMD soll schon können. Aber wir werden noch wegen Powerland. Ein paar Hertz nicht das ändern, zumal ja das Spiel aktuell eh nur 61 hat. Hier ist das große Problem der alten Gebäude. Der neue Energy Prinzip berechnet ja die Gebäude nur von vorne, wenn du alte Gebäude hast. So habe ich das verstanden. Die werden nach wie vor wie früher berechnet, ne? Und das ist dann eher für schwache Rechner ein Problem. Das bringt mir gerade auch eine Idee, was ich machen wollte. Und ja mal das L 3.0 ausprobieren. Das was optisch was bringen würde. Also bringt garantiert was. Das ist grafisch
trotzdem noch schön aussieht, ne? Das ist immer der entscheidende Punkt. Gerade in der Arbeit nicht mehr. Das ist kontraproduktiv. Kollege Schnürschuh, so geht das nicht. Wo ist jetzt die Maus? Pfeil? Recht. Machen wir voll, ne? Der zweite Wald kommt schon und passt ganz gut. Dann schicken wir ihn weg. Wenn er die Kurve gepackt hat. Wahrscheinlich wäre irgendwann mal ja, so klar gekommen, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er auch zur Reparatur fahren, ne? Entstelle. Aber zwei Abfahrer nehmen wir schon aus. Aber er erkennt, dass ich dabei bin. Sonst stoßen sie einen meistens weg. Nee, macht keine Abatur. Gut, das soll schon vorher gewesen sein. Bis aber schon Dank, dass Sie reinschauen. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.